Guten Morgen. Guten Morgen. So, Hans, du sollst den Anhänger da noch zum Ding bringen, zum Schreiner. Okay. Und wenn du das gemacht hast, dann können wir uns einen Mähdrescher holen, weil das eine Feld, das ist schon fertig. Was? Ja, mei, es ging schnell. Jetzt schon fertig. Letzte Nacht ging es ziemlich schnell vorwärts. Okay. Ich hol derweil den Sattelauflieger und dann den, ups, den Jo. Auflieger und dann können wir uns einen Mähdrescher noch leihen. Ah, du nimmst das Holz auch mit, oder? Nee, nee, ich hol jetzt bloß oben den Auflieger. Wo sollte ich jetzt am besten durchfahren? Kannst Ja. gerade, ja, Hier runter. kannst runter und dann unten kannst du auf den Fußgängerweg. Das ist ein Flurbereinigungsweg, da dürfen wir auch fahren als Landwirte. Da war ein Baum im Weg. Also wenn du über die große Straße drüber fährst, ist auf der anderen Seite so ein, da laufen alle durch die Gegend Weg. Da dürfen wir drauf fahren. Ja. Es ist schwerer dort, aber komme ich dort besser durch oder was? Ja, das ist gut. Da muss dann nur vorne an der geteerten Straße wieder rechts abbiegen. Okay. Ist ein bisschen So. eng um die Kurven. Naja. Vor allem mit dem Zickzack. So. Dann fahre ich mal zum Eberhard. Und dann Ah, hier hoffe ist noch der Anhänger. Ah, das Feld ist, ich. boah, das Ja. sind ja wirklich schon gut. Die schmale Brücke. Oh, fast reingefahren. Passt mal genau drüber. Oh, die Straßen müssen wir auf jeden Fall hier mal erneuern. Das ist katastrophal hier. Dann sind noch Fußgänger hier auf der Straße. So, auf wie geht's? Lauf doch nicht in der Mitte der Straße dieses Wegs. Es gibt Personen, die sind brav, die laufen schön am Rand, und es gibt Personen, die laufen einfach in der Mitte. Und auch wenn man hupt, es passiert nichts. Ja, die sind taub. Das sind die alten Leute von Stappenbach, die hören nichts mehr. Dann muss ich halb auf dem Feld fahren, dann wackelt der Anhänger so. Ah, hier rechts wahrscheinlich, ja. Genau, die Hier gibt nur rechts. eine geteerte Straße. Jetzt kommt jemand, boah. Sieht ja gar nichts, ob jemand kommt. Wie soll ich jetzt hier wohnen? Wäre ich glaube lieber auf der normalen Straße gewesen. Na, Geblieben. die kommt auch von da. Eben. Das ist in Stappenbach drin, ist schwerer rumzukommen. Wirklich. Ja. Das ist da, wo ich dich an deinem ersten Tag eingeklemmt habe. Ja. Ach, das So. stimmt. Ich bin jetzt gleich beim Eberhard. Was? Ich bin schon da. Fast. Hier oben mit schön schauen. Da weißt du, dass der kann auch warten, wenn das Alarm fährt. Oh. Hab ich das Einzige, was ich hier in Stappenbach nicht verstehe, ist, wieso laufen alle oder fahren oder laufen alle so komisch. Einfach in der Mitte von der Straße und des Wegs. Das ist halt auf dem Land so. Ah, jetzt muss ich doch zur anderen Seite rein, zum Eberhard. Ich dachte, ich komme hier rein. Durch seinen hinteren Eingang.
Aber gut, dann fahren wir halt vorne rein. Oh, Straßenlaterne. So, gut. Ich bin beim Eberhard. Ich lade jetzt, mache jetzt noch mal kurz hier. Die Schaufel liegt ja auch noch hier. Die lade ich jetzt auch noch kurz auf den Anhänger. Sehr gut. Bist du schon bei der Schreinerei? Mehr Geld für Sojabohnen. Hey, Hans! Oh, der Hans hat keinen Empfang. Hans! Ja? Die Baywa nimmt gerade mehr für Soja. Die nächsten Was? Ja, die nächsten 18 Stunden. Dann mach. Ja, wir müssen doch erst Feld abernten. Bist du ja, denn? Bist du denn schon da? Ja, ich bin schon da. Dann muss ich schauen, dass ich reinpackieren kann. So, ich guck mal schnell. Wir müssen brauchen eine Erntemaschine. Und zwar eine, die Soja kann. Ach, es ist hier alles so eng gebaut. Was kostet der? 10.000 kostet er zu mieten. C6 14 Feet. Der hier. Das brauchen wir. Das könnten wir schon mal mieten. Ne, können wir nicht mieten. Beeil dich, komm. Ja, ich mach. Lade das Holz ab. Ich muss ja schauen, dass ich rumkomme. Ach, das wäre ja klasse, wenn man. Wie viel zahlt denn die Baywa? Die zahlt 2190 pro Tonne. Wo muss ich das? Muss ich das in der Mitte abladen? Ja, der Anhänger muss in der Garage stehen. Ja, ja, so ist es, glaube ich, gut. Und jetzt einfach abladen. Ja. Ich glaube, so geht das. Oh ja. Gut, also dann kann ich den hier mieten. Fall doch runter. Okay. Ja, jetzt ist alles runter. Wie viel Geld hast du? Ich habe knapp 30.000 gekriegt. Und du? Nix. Du hast ja alles. Ach so, wir haben ja. Ja, wir haben das mit dem Konto ja geändert. So, gut. Also ich habe einen Mähdrescher gemietet. Jetzt gemietet, okay. Was ja. Soll ich? Oh. Die Maschine ist so teuer, die können wir uns nicht kaufen. Wie teuer ist die denn? Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht geschaut. 124 kostet die. Gut, aber 1000. Boah, ich habe ein Problem. Wie komme ich denn hier raus? Das ist ja hier eine Sackgasse. Na. Wie bist du denn hier das letzte Mal rausgekommen, bitte? Na, hinten ja. Bei dem Silo vorbei. Ich habe eher ein anderes Problem, dass ich den Dinger hier nicht drauf krieg. So ging es jetzt kurz. Ich musste kurz in Schräg stellen, also abladen. Das ist so, als ob er abladen würde. Weil dann ist er ja nicht ganz so breit. Also beziehungsweise oben nicht so breit. Und dann ging es. Aber das hier, was deine Dings
gesagt habe, dass du Eier ernten solltest. Ja, die könntest du gerade mal mitnehmen. So, Mähdrescher passt. Jetzt müssen wir uns nur beeilen. Boah, wie viele Eier sind denn hier? Hast du es die letzten Jahre nicht mehr gemacht oder was? Doch, aber Hat man so gerade das Gefühl, dass du die letzten paar Jahre nichts mehr gemacht hast? seit der Bernhard nicht mehr da ist, macht das halt keiner mehr. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich da hinten irgendwo gut um die Ecke komme. Kann ich den verkaufen oder wo? Oder was? Die Eier. Ja. Ja, das geht nochmal irgendwo. So, jetzt muss ich mit dem hier um die Ecke. Viele Eier habe ich denn bekommen? Schau mal, ob ich sie hier irgendwo verkaufen kann. So. Ich habe den Mähdrescher geladen. Okay, aber hast du auch gerade einen Anhänger oder muss Ja, ich mit dir da mitfahren? der ist auf dem Tieflader. Aha. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Auto. Weil ich habe Überbreite. Ich komme kaum durch Stappenbach durch. So, da sind wir wieder. Wir sind fertig. Das Endlich sind wir fertig. hat genau gereicht. So, bringst du noch die Ladung zur BayWa? Ja. Ich bring Wo ist das den schon wieder? Ortsdurchfahrt und dann auf der rechten Seite. BayWa. Ah, dort. Das ist ja neben dem Shop, oder? Ja. Schön 57% geladen. Aber Cool. bringst zu, ups, Bringst du? bringst zum Richtigen, dass wir auch die 2000 Öcken kriegen. Ja, ich schaue auch extra dafür. Das ist ja hier BayWa. Ja, es ist das Richtige. Es gibt BayWa und BayWa Erdfrucht. BayWa Erdfrucht nimmt nur die Erdfrucht aus Kartoffeln und Rüben an. So. Kartoffeln und Karotten. Gut, abgelegt. Dann können wir hier. Ups, so. Den wieder zumachen und dann können wir den gleich wieder wegbringen. Wo kann man denn hier auskippen? Auskippen mache ich jetzt mal auf. Links oder rechts? Frage ich gerade hin. Ich fahre glaube nach so hin, das heißt, ich glaube, ich muss nach rechts. Besser. Kannst nicht hinten auskippen. Doch, aber rechts ist schneller. Ah, jetzt hupen die hier schon rum. Ich fahre doch bloß mit 5 km/h hier lang.
Fall nochmal. Ne, der Ja, LKW. hier. Nee, nee. Rechts ist besser, weil du bist ja eigentlich schneller dran. Oder? Weil du hast ja mehr Fläche, die du auslädst. Jetzt komm, LKW-Traktor, zieh mal ein bisschen. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel Geld hast du jetzt? 100 Franken. 16.647. Und jetzt? Wart. Jetzt! Ja, hat 16.249 gebracht. Für das bisschen, für die zwei kleinen Felder, ein guter Ertrag. Ja. Was machen wir jetzt daraus? Muss ich gerade mal überlegen. Frage ist, ob wir wollen mit Tieren anfangen oder ob wir wollen weiter mit Sachen. Tieren, dann müssen wir aber glaube ich mehr brauchen für den Hof auch. Ja, das. Ah! Ja. Aufpassen! Ja, hallo, ich bin die größere Maschine. Ich muss hier durchpassen. Wer sagt das zu wem? Aber ich passe. Geht. Der Eberhard hat zu. Ach, stimmt. Komm, sonst bringen es. Lass es ab und fass einfach morgen raus. Rauf. Oder Ja. sonst komm von der anderen Seite her. Da ist auch zu. Nee, aber dann kannst du es doch, wenn schon, parkieren. Ich park hier. So. Morgen um 7 geht's weiter. Müssen wir halt hier auf der Straße mal übernachten. Ja, ich bin hier drüben. Hi. Servus. Also Wobei, bis. Mart, ich komme glaube ich in den Mähdrescher. Ist glaube bequemer. Ja, das kann sein. Also bis morgen. Ciao. Ja, bis morgen.